Sensoren hoch. Kleine Fortnite-Runde. Wir müssen noch die Schattenbombe finden. Ich habe jetzt mal geguckt, was das ist. Aber das ist, scheint ein ganz normales Item zu sein, was man finden kann. Und dann muss man damit 10 Sekunden gefühlt in der Luft bleiben. Na, mal gucken. Mal gucken. Aber wir müssen es halt erstmal finden. Aber die kommt aus Truhen, so die normales Item. Mal schauen, ob wir es hier hinbekommen. Säge müssen wir noch machen. Und mit einem rissenen Gegner töten. So, das sind so die Sachen, die ich mir jetzt gemerkt habe, spontan. Wo starten wir denn mal? Wir fliegen möglichst weit, weil ich will immer meine Ruhe haben. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber wir werden sehen. Das klingt auf jeden Fall nicht so, als ob wir unsere Ruhe hätten. Aber hey, ich renne da einfach auch mal weiter. Oder wir landen einfach hier. Haben wir nämlich schon mal schön. Das hier, genau. Und wir müssen natürlich weiterhin Schaden machen. Mit... Da war ja schon mal ein Riss. Wir müssen natürlich weiterhin... Das hat... Hat das gerade mit dem Riss funktioniert? Hat das mit dem Riss gerade funktioniert? Es hat funktioniert! Ich habe mich dafür geopfert. Das ist ja unfassbar. Das mit dem Riss hat gerade einfach so funktioniert. Oh mein Gott. Das, ich meine, es war jetzt total bescheuert. Es war jetzt, so wie ich es gemacht habe, total bescheuert. Aber es hat funktioniert. Ich komme nicht drauf klar. Sehr schön. Säge. Schallgedämpfte Waffe. Komische Schattenbombe. Let's go. So. Da sind wir schon wieder irgendwo unterwegs. Weiß gar nicht, wo wir hin sollen. Wir gucken mal, ob wir beim Boot eine Schattenbombe finden. Das wäre doch was. Ah, wir haben Kumo noch nicht an, sehe ich, merke ich gerade. Oh shit. Da sind andere auch schon beim Boot unterwegs. Das ist doch alles Müll. Dann fliegen wir halt hier zu dem Häuschen vielleicht. Aber wir fliegen mal hier zu dem Häuschen. Ja, Munition ist schon mal gut. Aber neben Munition wäre eine Waffe vor allem gut. Okay, Waffe ist am Start. Schallgedämpft. Schallgedämpft. Noise. So. Sonst ist hier nichts weiter. Bin wirklich gespannt, wann ich meine Schattenbombe. Solange ich keine sehe, werde ich die Theorie verfolgen, dass irgendwas in meinem Spiel nicht richtig läuft und ich deswegen. Was war das? Ein Ausrufezeichen. Und ich deswegen keine bekommen kann. So. So mache ich das einfach. Vielleicht gibt es ja auch nur an speziellen Orten. Ich habe keine Ahnung. So wie ich gelesen habe, hat keiner was geschrieben von wegen, dass man da irgendwo speziell hin muss. Sondern nur, was man halt tun muss, um das Achievement zu bekommen. Aber es heißt einfach so, ja, wenn du eine Schattenbombe hast, dann. Das klang jetzt nicht, wie wenn es schwer wäre. Achso, Kumo wollten wir anmachen, ne? Bitte tötet mich nicht. Ich mache kurz Musik an. Danke. Drüben wird geschossen. Ja, wo müssen wir eigentlich hin? Wir sind richtig, ne? Ja, wir sind richtig. Stabil. Okay. Gehen wir mal darüber. Warum nicht?
was ist denn mit dir denn los? So, hier sind ja meistens auch irgendwelche Sachen. Ja. Dazu, da war wohl schon jemand. Da unten ist. Oh! Wichtig und richtig. Damit überleben wir länger. Ist das? Es ist unfassbar. Ich habe tatsächlich Schattenbomben in meinem Spiel. Ich habe tatsächlich Schattenbomben. Okay. So. Wenn man sich jetzt in dieses Ding umhüllt, dann kann man Wandsprünge und so Zeug machen und so weiter. Und man muss es schaffen. Oh shit. Ja. Und man muss es schaffen. Und man muss es schaffen, 10 Sekunden mit dieser Variante in der Luft zu bleiben. Das kann man so ein bisschen tricksen. Man kann es aber auch richtig versuchen. Deswegen einmal versuche ich es jetzt richtig. Mal gucken. Man kann doppelspringen und ich lese es mal kurz. Vielleicht kann man auch mehr dazu lesen. Werfen, um in eine Rauchung zu entkommen, die die Geschwindigkeit und die Sprungstärke erhöht. Genau. Schauen wir mal, was passiert. 10 Sekunden in der Luft bleiben. Beziehungsweise 10 Sekunden umhüllt bleibt, so rum. Aber das ist doch gar nicht so schwer. Das müssen doch jetzt über 10. Ja, easy. Hä? Da tu. Hä? Also. Hä, da tun Leute so. Oh ja, da muss man das genau an dem und dem Ort machen. Da geht das besonders gut und hä? So, das kannst du einfach an jeder Scheißwand machen. Okay, alles klar. Das war ja super einfach. Ich hab sonst was erwartet bei dem, was die Leute gesagt haben. Ja, okay. Das ist auch in Ordnung. So, dann fehlt jetzt noch die Säge. Und halt mit Maschinendings. Heißt es eigentlich Schaden machen oder heißt es bei Gegnern oder wie heißt es genau? Gegnern, okay. Stimmt, deswegen kannst du ja mit Tieren machen. Allerdings nicht mit... Ich glaube, nicht mit dem Schwein geht's, glaube ich, nicht. Sondern nur mit Wolf, weil der Wolf als Gegner gezählt wird. Und das Schwein nicht, weil das Schwein greift ja auch von selbst nicht an. Auf jeden Fall kämpfen wir jetzt nur mit dem schallgedämpften Zeug. Egal, was wir noch so finden. Ich meine, ich kann es mal probieren, aber ich glaube, das zählt nicht als Gegner. Nee, weil der eben auch überhaupt nicht... Na? Der checkt halt auch gar nicht, dass ich das war. Hä? Irgendwie hängen. Okay, ich bin hängen geblieben. Aber es ist lustig, dass wir in der letzten Aufnahme nicht ein einziges Mal eine Schattenbombe gefunden haben. Und ich deswegen gar nicht sicher war, ob man die normal finden kann. Dann lese ich, was man da machen muss, genau. Und dann finde ich plötzlich auch eine. Das ist schon witzig. Aber schön. Na, der checkt das gar nicht. Der ist gar nicht auf Angriffskurs. Deswegen zählt es auch nicht als Angriffe, also als Dings, wenn man die... Mehr Munition, immer her damit. Optimal. Okay, also für unser schallgedämpftes Zeug sollten wir genug Waffen, Munition haben. Brauchen wir nur noch Gegner. Okay, der hat jetzt aber von selbst angegriffen. Zählt der jetzt als Gegner dadurch? Nö. Okay. Man darf denen einfach nicht zu nahe kommen, wahrscheinlich. Das sind sehr ängstliche Tiere. Whatever. Okay, lass mal kurz Bären futtern. Vogel!
so schlecht, ne? Wow. Da verschwindet er einfach. Na gut. Oh, lol. Aber ich will jetzt eigentlich gar nicht mit Kamehameha und... Oh, shit. Warum bin ich so bad? Oh mein Gott, warum bin ich so bad? So. Und warum war RCS so bad? Ja, das war wirklich schlecht, was wir da getrieben haben. Aber ich will das nicht mal. Was soll ich jetzt damit? Na komm her. Eigentlich haben wir... Wir haben ja eigentlich sogar Platz dafür. Wir haben ja sogar Platz dafür. Komm, ist egal. Aber ich will ja mit dem Scharfschützengewehr Schaden machen. So, das ist der Punkt. Vorsichtig ansneaken. So macht man. Säge! Okay, tschüss Kamehameha, sorry. Aber die Säge ist wichtiger. So, und wir sind jetzt in 4 von 5. 6000 muss ich noch Schaden machen, okay. Na dann. Na dann. Machen wir das doch. Ach, ich bin voll, okay. So, war es bei der Säge Spieler oder... Ah, Spieler, schade. Kann ich nicht mit einem Tier machen. Okay, also ich muss einen Spieler finden und den mit der Säge malträtieren. Das ist halt nicht so leicht. Aber machbar. Mehrere, ne? Ich glaube, das ging. Ich glaube, die Schüsse galten gar nicht mir. Ne, die Schüsse galten nicht mir. Was witzig ist, weil dann kann ich mich. Oh, oh, jetzt hat sie ihn erwischt. Du wirst jetzt Opfer meiner Säge. Oder auch nicht. Der kommt nicht hier runter. Schade. Die gerade passt irgendwie ziemlich gut dazu, muss ich sagen. Okay. Hier ist das Boot. Ich habe gar nicht gecheckt, wo wir sind so richtig.
Oh shit. Okay, Glück gehabt. Das hätte schief gehen können. Wäre witzig, wenn ich den getroffen hätte, ne? Wäre echt witzig gewesen. Kann dem Kamehameha so leicht ausweichen. Schon ein bisschen traurig. No! Ach Mann, so knapp. Ja, oh mein Gott. Der Treffer einfach. Einmal noch in den Gegner treffen. Einmal noch. Einmal nur noch. Dann ist alles cool. Aber der Treffer gerade war schon purer Glückstreffer, ne? Muss man schon sagen. Wo ist der? Ist der noch hier? Scheint nicht, sondern... Da unten geht's ab. Da ist einer runtergerutscht. Einfach auf Verdacht irgendwo hinschießen. Läuft. Da fliegt der Typ in seiner Wolke wieder rum. Da drüben ist einer. Oh mein Gott, wir sind die letzten drei. Okay, nee, mit der Säge bringt es jetzt nicht mehr so viel. Alter. Shit! Von der Seite. Okay, zweiter. Nicht, dass der Platz wichtig gewesen wäre, aber, ne? War an sich eine gute Runde. War an sich eine gute Runde. Und wir haben viel abgeschlossen. Wir müssen nur noch 20 mal, 20, also einmal noch mit dem Sägeblatt treffen. Und halt sonst mit Schalldämpfer schießen. Läuft. Kriegen wir hin. Weiter geht's. Erfolgreicher Part bisher. Sehr erfolgreicher Part. So. Weiter geht's. Ist jetzt eigentlich wieder mal völlig egal, wo wir landen. Einfach irgendwo, wo wir Ruhe haben. Und da wir jetzt eh gerade recht weit von der Wüste weg sind, würde ich sagen, da ziehen wir auch rüber. Dann ist da ziemlich chillig. Schauen wir mal, ne? Wo wir, wie weit wir kommen. Aber da hätten wir gerade fast mal wieder den epischen Sieg errungen, ne? Das ist natürlich auch schön. Aber auch witzig, wie man, indem man eigentlich gar nicht wirklich ernst spielt, so weit kommt. Wobei, ich habe eigentlich... Naja, ich habe eigentlich nicht so unernst gespielt, wenn wir mal ehrlich sind. Nicht komplett unernst, sagen wir es halt so. Ein bisschen vielleicht schon. So, erstmal jetzt Waffen. Oh mein Gott, direkt Schall gedämpft. Ja, moin. Natürlich liegt hier gleich eine Schattenbombe. Jetzt brauche ich euch auch nicht mehr. Oh damn. So, sorry.
Aber ich muss Schaden farmen. Da kommt mir jeder recht. Tut mir leid. Munition. Sehr gut. Aber wir brauchen viel mehr Munition für die Schatten, für die, weißt du schon? Viel, viel mehr. Aber wenn ich dann auch mal genug Munition habe für das Zeug, dann würde ich mich auch mal wohin begeben, wo viele Wölfe sind. Ah, das bist du. Wo viele Wölfe sind. Weil... dann kann man damit ja ein bisschen die Geschichte machen. Okay, hier ist nichts mehr. Ah, ist jetzt blöd. Wir brauchen viel mehr Munition. Also wirklich viel, viel mehr Munition. Ja, das ist jetzt natürlich schon, ne? Manche in der Gegend nicht sogar gerne mal Wölfe? Gerade nicht. Ne, gerade tatsächlich nicht. Ach, Musik. Na gut, dann suchen wir uns... Ach so, wir müssen sowieso... Wo müssen wir denn hin? Okay, wir sind relativ in der Nähe. Dann können wir ja erstmal ein bisschen uns umgucken. Und Munition sammeln mit Glück. Ja, sehr schön. Hier wurde noch nichts ausgeräumt. Jawohl. Ach, haben wir schon, ne? Ja, das ist das, was wir haben. Das ist das, was wir haben. Da war doch noch eine Munitionskiste. Bin ich doof? Ah, leider nicht die, die ich brauche. Die langen brauche ich. Genau, die brauche ich. Ja, sehr schön. Okay, jetzt müssen wir langsam raus, weil ich glaube, die Zone kommt gleich hierher. Die Musik ist auch gerade cool. Oh, super. Danke. Sag doch gleich, dass du mich nicht magst. Oh! Ja, weiß ich nicht. Naja, komm. Nee. Nee. Ja. Genau, die brauchen wir. Und noch eins höher. Okay. Oh, da drüben ist nochmal Munition für mich. Wichtige und richtige Munition. Sehr schön. Okay, wo wird da geschossen? Da hinten läuft einer. Okay, aber das ist zu weit weg. Scheiß drauf erstmal. Wir müssen erstmal Richtung Zone laufen. Und zwar mit dir. Ich
Ist ja zum Glück nicht weit. Okay, warum brennt der? Nein, warum brennt die Luft? Gut, das sieht wahrscheinlich so aus, nachdem die Tankstelle in die Luft geflogen ist. Ja, hier sind Dinge passiert. Und er ist so, that's fine, alles ist cool. Ja, chill mal ruhig, Panther. Okay. Kann man mal machen. So. Wir haben ja relativ viel Munition, ne? Finden wir eine Gegend, wo Wölfe sind auf schnell? Nee, da komme ich nicht rein. Sind woanders. Oder ich meine, hallo? Chill mal. Eine Idee wäre natürlich, erstmal sich die blaue Kiste hier zu holen. Ja, hallo. Aber leider nichts für mich dabei. War er das? Ja. Das hat nicht so gut funktioniert, ne? Okay. Jetzt können wir das Softpack einsetzen. Jetzt erschien das sogar recht praktisch. Gut. Da ist noch eine Kamehameha. Nee, muss jetzt nicht sein. Aber wo kam der her? Der hat sich ziemlich gut angepirscht, muss ich sagen. Na gut, haben wir noch mal ein bisschen Schaden gemacht, ist ja schön. Ja, genau, die Munition brauchen wir. Sehr gut. Okay. Ja, jetzt geht's wieder weiter. Wo mischen wir denn hin? Wo mischen wir denn hin? Oh, das ist ein Stück. Das ist ein Stück. Oh mein Gott, jetzt haben wir... Okay, 310 haben wir jetzt von dem Zeug. Jetzt haben wir richtig krass Munition in der Richtung. Ich habe mir überlegt, wir könnten mit so einem Scharfschützending auch zu den... also, wenn wir es finden sollten... Schade. Den Schaden habe ich mitgenommen. Mist. Mit so einem Scharfschützending könnten wir auch so eine Star Wars Basis angreifen, weil das heißt ja nur Gegner und die zählen auch als Gegner. Also das wäre auch eine Idee. Bis gleich. So. Letzte Runde für heute, würde ich sagen. Darth Vader ist... wo ist er? Der ist da drüben gelandet. Okay, in der Mitte da. Gut. Dann wäre das doch fast eine Idee, sich dahin zu bewegen. Aber erstmal natürlich starten. Erstmal in Ruhe irgendwo starten. Oh, wir könnten ja auch mal direkt auf diese Insel drauf landen, anstatt sich da mit einer Dings hin zu teleportieren. Das wäre doch mal eine Idee.
Er hat nur gut, so schnell wie möglich was mit Schalldämpfer zu finden. Ja, bisher haben wir hier nichts mit Schalldämpfer. Soll ich jetzt zweimal? Okay, Maschinenpistole, Schalldämpfer ist schon mal besser wie nix. Nicht optimal, aber besser wie nix. Schatten. Jetzt liegen die überall rum, die Schatten, weil es ist echt faszinierend. Es ist wirklich, wirklich faszinierend. So. Da oben ist so ein Wolf. Dem könnte man schon mal Schaden zufügen. Das ist so ein Tier. Tatatam. Auch wieder nur ein Tier. Die nehmen wir natürlich mit. Ganz klar. Das setzen wir auch gleich ein. So. Der Mednebel ist mir auch wichtiger als das hier. Okay. Ah, Kopfgeld brauchen wir jetzt nicht. Das verkompliziert alles nur. Wo müssen wir eigentlich hin? Ah, okay. Ein weiter Weg ist noch vor uns. Aber ich glaube, hier ist eh keiner, dann kann ich auch rennen. Und Töne machen und so. Ich glaube, wir sind hier ziemlich ungestört. Also schallgedämpfte Maschinenpistole ist schon nicht schlecht, aber es könnte besser sein. Aber dafür ist sie blau. Ist ja auch was wert. Na gut. Na komm, fahren wir mal Richtung Gebiet. 60%. 70%. Nice. Gleich schön Schaden mitgenommen hier. Genau so muss das. Ohne selber Schaden groß kassiert zu haben, ne? Gute Sache. Gute Sache. Ja, wir fahren straight durch. Mit Glück. Ach, ich habe die Musik wieder vergessen. Mann, immer wenn ich die Pause, zwischendurch Pause mache, mache ich bei Spotify auch Pause, damit die Musik halt nicht weiterläuft. Thank you.
ist da ein Dings drin? Das ist ein NPC-Fahrzeug? Scheint so. Okay, auch interessant. Ja, kann man mal machen. So, damit wären wir im Gebiet. Das Star Wars-Ding war da drüben irgendwo, ne? Komm her. Sind gleich bei 4000. Sehr schön. Oh, wir sind schon über 4000. Irgendwo da drüben war das Star Wars Ding. Ja, da leuchtet's. Let's go. Oh, ich werde gejagt, okay. Damit kann ich leben. Was droppst du denn Hübsches? Ah, die ist gut, aber leider nichts, was ich aktuell brauche. Ich bin gespannt, ob mein Plan funktioniert. Sind die schon alle ausgeräubert worden? Ich glaube, da waren schon alle. Ist Darth Vader schon tot? Kann das sein? Ja. Nee. Zählt das als Gegner? Ich hoffe doch. Ja, das zählt als Gegner. Optimal. Alter! Das war frech. Okay, so geht es nicht. Mann, lasst mich doch farmen. Yo, wie lässt Autos durch die Gegend fliegen? Chillig. Mann, jetzt mischt sich dieser Idiot da ein. Oh, dieser Idiot. Wollte doch nur hier weitermachen. Mist. Aber das hat gut, das hat ordentlich Schaden. Das hat ordentlich für Schaden gesorgt. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Vielleicht kriegen wir die Schalldämpfergeschichte noch voll. Das wäre super. Bis gleich. So. Darth Vader ist da drüben gelandet. Okay. Dann werden wir uns dann auch gleich mal in die Richtung begeben. Das geht nämlich tatsächlich dann mit ihm am schnellsten. Das finde ich super. Dann tricksen wir da einfach. Also, das heißt tricksen. Das ist eigentlich kein Tricksen, ne? Wir beschleunigen die Sache nur massiv. So, hier drüben sollten wir in Ruhe starten können, hoffe ich mal. Ist das direkt ein Sprinkler? Ja. Let's go.
Ach so, aber wir brauchen natürlich als allererstes Dings. Wir brauchen natürlich als allererstes Schallgedämpfte. Habe ich da jemanden gesehen? Oder war das Einbildung? Ich meine, ich hätte jemanden gesehen. Aber solange ich keine schallgedämpfte Waffe habe, will ich eigentlich auch gar nicht angreifen. Ah, shit. Aber es wäre besser, als drauf zu gehen. Na gut, greifen wir an. Schallgedämpft, optimal, let's go. Da oben irgendwo ist einer. Ja. Nicht so gut für dich. 4786. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann begeben wir uns schon mal Richtung Darth Vader, würde ich sagen. Oder spricht da irgendwas dagegen? Ich denke nicht. Ein bisschen Munition kann man noch holen, so, ne? Aber viel würde ich jetzt hier nicht mehr machen. Ey, passt schon. Passt schon. Optimal. Sehr, jetzt wird's noch besser. Jetzt wird's. Oh ja. Bitte gerne. Haben wir schon. Sehr, sehr schön. Okay. Gehen wir zur dunklen Seite der Macht und räumen ein bisschen auf. Wenn wir nicht wieder gestört werden, ist das ja auch alles kein Thema. Na? Darf halt nur keiner nerven. Dann läuft das auch. Das ist aber ein kleiner Landeplatz. Gut. Okay. So. Schlechtes Timing.
ganz schlechtes Timing mit dem Sturm. War noch nie in einem Sturm drin, aber okay. 5969 irgendwas. Sheesh. Okay, das sollte reichen. Oh, Phase 4 von 5. Und jetzt noch bis 12.000. Ach, fuck, es geht noch weiter. Jetzt noch bis 12.000. Nochmal 6.000. Okay. Es geht nochmal weiter. Ich hab... Ja, stimmt, es war 4 von 5. Okay, bis 12.000 müssen wir es noch machen. Das dann aber wahrscheinlich in einem nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Nee, Quatsch, wir gehen noch kurz in die Lobby und gucken uns an, was wir jetzt alles gemacht haben. Wobei, es, man sieht jetzt nicht so viel, man sieht jetzt halt die zwei Schnipsdinger, die wir freigeschaltet haben dürften. Genau. Ah, es war nur eins. Genau, weil... Ja, hier fehlt jetzt noch das, also noch Schaden anrichten. Das Ganze läuft noch, weiß ich gar nicht, wie lange läuft das noch? Sie steht jetzt hier gar nicht mehr dort. Okay. Hä, sonst stand es doch immer dabei, wann das ausläuft. Jetzt steht das nicht mehr dabei. Schwierige Sache. Das läuft nicht aus und klar, in einer Woche sind dann die vorher 14 Aufträge da. Und die Sägeblattgeschichte hätten wir hier noch. Okay. Aber ansonsten haben wir alles. Und das geht auch in 3 Tagen weiter. Aber wieso, was ist hier? Das gefällt mir nicht, dass da nichts mehr steht. Nicht, dass das ausläuft und ich das alles umsonst mache. Das wäre doof. Ich bedanke mich an der Stelle aber erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss.